endlich wieder live hier in Köln zu sein. Ihr glaubt das ja gar nicht. Ich war das letzte Mal oder beziehungsweise eigentlich das erste Mal live hier 2019. Also gerade kurz vor Corona war so mein erstes und letztes Mal hier live. Und entsprechend bin ich super, super, duper gehypt. Seid ihr es auf? Endlich wieder Gamescom live. Der erste Track, den ihr gehört habt, war My Dearest aus dem Anime Guilty Crown. Sorry für die kleinen Patzer, aber wir sind alle nicht perfekt, wir müssen alle wieder warm werden, gell? Ein umso besseres Gefühl habe ich dafür mit dem nächsten Track. Ich habe tatsächlich vorhin schon hier im schönen Cosplay Village Cosplayer aus dem Anime rumlaufen sehen und auch bei der Stellprobe wurde ich schon, sagen wir, belächelt. Also da gab es schon freudige Blicke, dass das kommt. Wo sind die Sword Art Online Fans? Jetzt bin ich baff. Jetzt habt ihr mich. Egal, ich hoffe trotzdem, dass ihr euch über das Opening von Sword Art Online Crossing Field freuen werdet. Yeah.
Ihr habt es heute schon ein paar Mal gehört, aber es ist warm. Wir müssen alle hydriert bleiben. In dem Sinne, Friends, Hydration Check! Everyone, holt euer Getränk raus. Wir taken jetzt alle together einen Sip. In schönem Denglisch. In dem Sinne, Prösterchen. Wenn man das zusammen macht, schmeckt es gleich viel besser, oder? Der nächste Song ist etwas für alle Disney-Fans unter euch. Ich höre Begeisterung. Das große Paradoxon ist, eigentlich passt dieses Lied überhaupt nicht zu mir, denn deep inside, I'm a cat. Was sind Katzen? Irgendwelche Guesses, Vorschläge? Ja, niedlich bin ich sowieso. Nein, was für andere Charaktereigenschaften haben Katzen, so in Bezug auf andere Dinge? Und nein, ich meine nicht, dass sie sich bei Gurken erschrecken. Das ist nicht gemeint. Nein, Mensch, Katzen sind wasserscheu. Die haben doch Angst vor Wasser. In dem nächsten Lied geht es aber gerade um die Sehnsucht nach dem Wasser, um genau zu sein, nach dem Meer. Kann jemand sich denken, um welchen Disney-Film es sich handelt? Genau, es geht um Vaiana. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit How Far I'll Go. Gehört, gell? Könnt ihr mal gucken. Okay, weiter im Programm.
Ich hoffe, wir haben vielleicht den ein oder anderen League of Legends Spieler unter uns. Also auch zumindest ein paar. Ich meine, ich bin ja froh, wenn ich immer zumindest für jeden so ein bisschen was dabei habe. Weil immer die gesamte Masse zufriedenzustellen ist natürlich schwierig. Jedenfalls, der nächste Track ist ziemlich neu. Denn es handelt sich dabei um den Star Guardian Track aus diesem Jahr. Kennt ihn überhaupt schon jemand? Yes, es gibt Leute, die es kennen. Sehr gut. Mir ist der zufällig auf YouTube untergekommen. Ich habe eigentlich gar keine Verbindung zu League of Legends, aber ich fand den Song einfach so geil, so instinktiv geil, dass ich gesagt habe, den machen wir jetzt. In dem Sinne, hier kommt Everything Goes On. Was habt ihr angemacht?
Genau, ihr habt RTL 2 angemacht. Und ihr habt vermutlich Sailor Moon geguckt, Dragon Ball, Naruto, Detective Conan. Ratet mal, wer das nicht gemacht hat. Wisst ihr, warum nicht? Weil meine Eltern strikt gegen Anime waren. Die haben mir das tatsächlich verboten. Ich durfte keine Anime gucken. Das war schon deprimierend, wenn du dann von deinen Freunden versetzt wurdest, weil die lieber Anime gucken wollten, als sich mit dir zum Spielen zu treffen. Entsprechend habe ich eine sehr geschädigte Beziehung zu diesem ganzen RTL 2 Anime. Es gab aber einen einzigen, den ich mir erkämpft habe, zu gucken. Spoiler, bis meine Mutter ihn mir madig geredet hat. Hat sie nämlich geschafft. Den habe ich für ein halbes Jahr geguckt oder so und den müsstet ihr eigentlich auch alle kennen. Und ich wollte irgendwie was mitbringen, wo wir irgendwie doch so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl haben. In dem Sinne versuchen wir es mal, denn ich brauche euren Support. Es hat ein Videospiel, was mir auch verschwiegen wurde für gut 10 Jahre, wie auch immer. Und der nächste Song ist Trommelwirbel. Das Pokémon-Theme, Gotta Catch 'em All! Weil wer wäre ich, wenn ich nicht mein eigenes Ding da draus machen würde? Es wäre langweilig. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß, Nostalgie und Emotionen mit Simple and Clean alias Hikari. Baby, don't go. See.
nicht lauter machen müssen. Das war ein bisschen sehr laut für mich persönlich. Wir machen jetzt nochmal einen zweiten Hydration-Check. Holt eure Fläschchen raus oder Dosen oder was auch immer ihr zum Trinken gerne benutzen möchtet, Becher, alles erlaubt. Und dann sage ich mal, hoch die Flaschen und let's take a sip. Ganz wundervoll. So, wir hatten ja vorhin schon eine Show mit Vocaloid. Aber wer mich kennt, der weiß natürlich, dass Vocaloid auch bei mir einen ganz besonderen Platz im Herzchen hat. Entsprechend konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, ebenfalls zumindest ein Vocaloid-Lied heute mitzunehmen. Es ist eins, was ich seit etwa August letzten Jahres mache. Habe ich ursprünglich für eine Freundin als Geburtstagsgeschenk gecovert. Aber ich finde es immer wieder entspannt und lustig, das auf der Bühne zu machen. In dem Sinne etwas melancholisch-fröhlicheres, könnte man fast schon sagen, weil eigentlich ist die Bedeutung ziemlich düster, auch wenn das Lied das gar nicht so vermuten lässt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Karakuri Pierrot.
enttäuschen, denn wir kommen jetzt tatsächlich schon zum letzten Lied. Das war zu früh. Das war zu früh! Menschenskinder, so da das auf der Kontaku so gut ankam, dass ich beim Tragen rede, machen wir das jetzt heute auch so. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was ich hier tue, aber vielleicht bekomme ich sie irgendwann. Aber da ihr jetzt schon gespoilert wurdet, ne, wer hat denn erkannt, was für ein Lied da jetzt kommt? Gibt es jemanden, der das erkannt hat? Okay. Das ist... Hä? Es ist gut und es ist nicht gut. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will im Grunde, gell? Einerseits kann ich euch natürlich jetzt was Neues ans Herz bringen. Andererseits glaube ich insgeheim, dass viele, die halt Anime gucken, das durchaus doch schon kennen werden. Die werden das nur nicht an dem Instrumental erkannt haben. Denn der Song ist eigentlich das letzte Ending-Song von einem tatsächlich relativ bekannten Anime, der aber 2018 nochmal als Akustikversion reinweg mit Gitarre aufgelegt wurde. Und die Version singen wir heute. Wenn ich jetzt also frage, wer kennt Your Lie in April? Ist die Frage, sieht es jetzt anders aus? Kennt das vielleicht doch irgendwer? Siehst du, es gibt zumindest doch jemanden, der es kennt. Du hast es vermutlich nur nicht erkannt wegen der Version. Aber wenn ich dann singe, dann wärst du vermutlich auch drauf gekommen, was es ist. Genau, wir singen das letzte Ending von Your Lie in April mit dem Titel Orange. Thank you.
lasst mich schnell den Ständer hier wegstellen, den brauchen wir dafür nämlich nicht. Und ich habe mir mal sagen lassen, das sieht immer so doof aus und ich verstecke mich immer so hinter dem Ständer, wenn ich den da hier stehen lasse. Deswegen ist immer schön hin und her gelaufen, aber es ist gleich Sport. Derjenige, der es gesagt hat, fühlt sich passenderweise angesprochen. Finde ich auch sehr gut. Ja, ihr kriegt eine Zugabe. Haben wir, ich meine natürlich haben wir Corona-Opfer, also nicht Corona-Opfer im Sinne von ihr hattet Corona, sondern wir alle waren Corona-Opfer, weil wir haben alle gelitten unter Lockdown, unter Quarantänen, unter ja, dem Zwang, niemanden sehen zu dürfen, alles Mögliche. Und was hat uns gerade am Anfang von Corona so ziemlich den Arsch gerettet und kam von Nintendo? Animal Crossing, genau. Entsprechend machen wir uns jetzt einen Spaß und singen Animal Crossing, denn es gibt ein Lied, das gefühlt auf jeder Insel läuft. Du kannst dir egal welches Video angucken und du wirst dieses Lied mindestens einmal auf jeder Insel irgendwo laufen sehen. Sei es draußen, sei es in einem Haus, irgendwo läuft es immer. Und es gibt da tatsächlich eine mehr oder weniger anerkannte Version sogar zu. Das heißt, da musste ich mir nicht mal Mühe zu machen und was selber schreiben. Das hat mir schon jemand abgenommen gehabt. Entsprechend, lass es nochmal richtig krachen. Wir singen jetzt Bubblegum K.K. alias K.K. Pop. Whenever the gum pops, I want you to smile. Remember every good time we had when things were great. Oh, bubblegum pop, why are you crying? I'll never let you take my bubblegum away. And when the skies are blue, all I can think of is you. Heute nicht mitgenommen. Aber wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja, dass ich beim nächsten Jahr schon bekannt genug bin, um meine eigenen Lieder mitzubringen. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen. In dem Sinne, ich habe am Sonntag nochmal einen Auftritt, also ihr könnt mich auch um 18 Uhr am Sonntag hier nochmal sehen. Hab schon gehört, ich bin der Schlussakt. Ich beende die Gamescom feierlich. Es wird mir eine Ehre sein. Aber bis dahin wünsche ich euch natürlich nichts anderes als eine absolut geile Zeit. Macht's gut, wir sehen uns.